Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Aegean Skies 2 mit Edkräfter 27, der Mistkäfer, der Wild und gleich Euch. einem Witter. Genau, nachdem er gerade nochmal in der letzten Folge nachgeschaut hat, Videobeweis ist ja alles gesichert, ob er wirklich am Anfang gesagt hat, der Mistkäfer, das war wirklich so, er hat es nur ganz leise, der Mistkäfer vor sich hingeflüstert, was man normalerweise quasi nicht hört. Und das ist aber interessant, denn wir töten jetzt das Monster der Dimensionen. Wir erkennen es nicht anders. Wir töten den Kann ich Witter. spawnen, oder? Ja. Ah, hier war mein Spawner, der Idiot. Kann ich spawnen? Ja. So richtig Das schön. Ja. für den Ich hab's Fall, okay Alter. gegeben, dass du die Welt zerstörst. Ja, hier aber mitten auf der Welt. Ist doch egal. So, ja, dazu gehen wir natürlich in Militär. Nein, wir gehen auf unsere schöne Plattform. Ja, Steckst alle dafür wie ist gebaut. er. Ist ja nicht schlecht, dass sie hier schon ist. Was ist denn schlechter? Die hab ich gebaut auf Saru. Ja, die Bro. Mieter sind schlecht. Das ist ein bisschen schlecht. So, nicht. So, für sieht schön aus. So, wir müssen quasi jetzt warten, bis der Witter volles Leben hat. Und jetzt Party! Deshalb meinten wir halt wegen unserer Welt, weil Haben ihr wir seht's. Magnete? Ja, gut. Wenn wir mal Wenn du brauchen. den eingeschaltet hast. Was da unten? Der sinkt ab. Der Rest auf der Welt, oder was? Komm mit hoch da, komm. Junge, komm, 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 komm. schon besser. Ah, da endlich. Hast du? Ich hab nix. Du Hast du? hast Nein. nix. Ich hab einen Netherstern und das Yellow Herzchen. Aber wir sind jetzt schlau, nicht? Ne? Du wissen es jetzt auch nicht. Das ist nämlich genau, also ich hab's ja von oben gesehen, dass da ein Item mit runtergerasselt ist. Heißt, wir bauen hier mal zu und spawnen wieder ein bisschen höher, damit hier nicht alles explodiert. Einen können wir ja noch spawnen, wir haben ja sechs Köpfe. Ich hol mal. Das ist halt wirklich das Gigantische an unseren Chatpacks hier, dass wir damit relativ schnell Riesenstrecken zurücklegen können. Man Vielleicht muss nehmen sich Sie noch ein zwar bisschen Cobblestone mit. zuerst dran gewöhnen, dass es wirklich halt so ist. Nur, hat was Cooles. Ja, vor allem in Le jedem Let's Play haben wir andere Fortbewegungsmöglichkeiten und das ist irgendwie verwirrend. Es ist verwirrend auch für uns. Vor allem, man muss sich erstmal an die neue Fortbewegungsmöglichkeit dann gewöhnen. Schöne, ja. Weil es Nicht so ist halt easy, wirklich. cheesy. Früher, wir kannten eigentlich nur immer IC. Also wir haben eigentlich immer Chatpacks von IC. Das war immer so. Wir hatten zwar meistens noch Simple Chatpacks quasi diesen Mod mit drin. Aber damit haben mein Genie gearbeitet, weil, keine Ahnung. Ich habe die Energie am Anfang nie leiden können. Und vor allem, wir hatten ja auch am Anfang mit den Chatpacks, wir hatten ja gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Man braucht halt Übung, um die Teile zu fliegen. Baue hier mal einen, damit der mal hoch da. Damit der, wie gesagt, ist bei dir in der Mitte. Statt du hast die schon mal vormarkiert. Wie kann man denn die Rein. Engines ausschalten? Weiß eigentlich, wenn man das ganze Ding zubauen. So, sollen wir. Riskieren 50% geladen, vor allem wie das Ganze aussieht. Ein Widder mitten auf unserer Basis. Er explodiert gleich. Es geht gleich los, Leute. Rambazamba und los geht's. Ab auf ihn. Wo ist er hin? Hab's, passt. Passt. Ich war ganz schön. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Er hatte nicht mehr gesehen, ist er schon tot. Das war geil. Drei Schläge Drücke. war er tot. Ja, du hast ja dein ultimatives Schwert noch. Der sucht ihn dabei, der schlägst du tot. Ich dachte, er ist da oben weggeschoben. Also, da müssen wir jetzt gleich weitermachen. Wie liegen wir in der Zeit? 20 Uhr, gut, beeilen. Redstone. Wir brauchen Erdunterfläche.
Die Frage ist jetzt, ja, wie weit? Viel. Enchantment Table. Das können wir auch gleich drin machen. Und Gon Lasso. Ja, ja, irgendein Mob. Irgendein Mob. Da. Ich kümmere mich mal um den Enchantment Table. Das ist Beeilung, Beeilung, Beeilung. Denn das ist halt wirklich, wir müssen das, was wir jetzt gleich machen, das muss um zwischen halb null. Halb eins. Ja, nee. Halb null, halb zwölf. Sagen wir halb zwölf abends und halb eins passieren. Ja. Jetzt sagst du mir nur, dass man mit dem Lasso ein Monster aufnehmen kann, dann braucht man Safari nicht. So. Ich hoffe nur, dass wir nicht Dings machen müssen. Die anderen Monster zuerst. Hast du? Friedlich, ja, ich habe alles. Du? Gut. Erde? Ja, habe ich. Keine Ahnung. Einmal sehen, wie viel er braucht. Sagt er, check it. Problem ist, hast du Fackeln? Die spawnen ja schon wieder. Leute, also mit dem momentan jetzt spawnen, das ist noch kein Gegensatz zu was gleich passiert, aber egal. Ja, das ist egal. Deshalb sind wir ja extra auf unserer Außenplattform. Ich glaube, Sig hat Schmidt, deswegen ist nicht so schlimm. Hast du das eh schon abgegrenzt? Hast. Ja, abgegrenzt. Ja, dass die Monster nicht drüber kommen. Ja, das ist Standardaufbau. In Ewigkeiten so. Also, da, dong, 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 dong. Wenn du mal rechtsklick machst mit dem Division Setter. Was sagt er? Item must be light outside. The item must be early. Ja, passt. Passt. Sagt er nur noch, the time is not right. Was sagt denn das? Ganz unten steht ja alles im Chat. Achso, too early, sag, must be made at midnight. Genau. Er. Und der Rest sagt er, okay, gut, passt. So, Business Digital Safari Netzer. So musst du jetzt. Hast du dann irgendwie Rechtsklick machen müssen oder was hast du das gemacht? Ja, also ich hab mit dann. Ich hab's umgebracht. Leute, wir reden gerade von Sachen, ihr werdet es gleich sehen. Es ist gleich halb. Ich werde jetzt gleich ein Kunstwerk vollführen. Ich versuche mich mal hier dann relativ schön erstmal hinzustellen. Wo wirst du mir dann Rückendeckung geben? Ich werde mit TikTok abbauen. So. Time is right. Time is right. Tools. Leute, es geht. Warte mal lieber noch ein bisschen. Sicher, sicher. Ist egal. Die Time is right. Du kannst komplett in der Zeit machen. Das ist egal. Aha. Läuft. Läuft nicht. Okay, dann nicht. Habe ich jetzt einen coolen Safari-Netz? Ja. Warte. Läuft. Nein. Warum lässt er das nicht zu? Weil es vielleicht ein bösartiges Mob ist. Das war das, was ich befürchtet hatte. Das heißt, wir müssen jetzt in diesem verkackten Buch diesen Scheißbereich dort oben verstehen, wie kein Mensch begreift. Passiv Mobs. Das wird das Problem sein, glaube ich. Das Problem sein. Also normalerweise tut er halt dann das Sichel aktivieren. Hier draus macht er Curve Art über Eisbrauen Monster. So. Auf der Curve Art. Alter, must not be lit by outside source. Was heißt das denn? Kann ich mal kurz. Irgendwas richtet sich aus. Altar must not be light by outside sources. Also er darf nicht mit fremdem Licht, oder wie versteht man das? Ja, also das sagt er auf jeden Fall als Fehler, das stimmt. Ja, das hat er mir dann oben auch als Fehler gesagt. Habe ich gesehen. Der Altar muss nicht wie Light, also Light wird Licht sein, oder? Ja, Light ist. Na, Light Licht heißt eigentlich Light oder eine Abversion. Bei Outside Sources. Hä? Ich weiß nicht, ob bei anderen, wo man Videos gemacht haben, auch gemacht hat. Ah, warte mal, da oben habe ich. Fehler. Aktivieren
Alter, ist too brightly lit. The too hell lit. Beleuchtet. Ja, jetzt bringt es auch nicht weg, weil es ist schon die Uhrzeit, passt nicht. Ja, aber es geht ja immer auch nicht. Ja, vielleicht muss auch. Passt denn irgendwie das ganze Licht weg? Die Uhrzeit, das stimmt ja schon mit deiner Uhrzeit und so. Aber das Problem ist ja, dass ich ja trotzdem gehen müsste. Also dass das ja kein Fehler sein sollte. Altar ist in Darkness. Genau, jetzt geht's. Ja. Altar ist in Darkness. Okay, das war der Fehler. Scheiße. Das war der Fehler. So, jetzt warten wir. Und jetzt warten. 10 Minuten, es geht hier nicht aus. Nee, machen wir etwas anderes Zwischenzeit. Auf jeden Fall, das war der Fehler. Und ja. Jetzt wissen wir es. Jetzt wissen wir. Der hat den ultimativen Witter getötet. Ja. So, gut. Man muss halt ein bisschen genauer lesen, dann sieht man auch die Fehler. Aber okay, läuft. Aber okay, Leute. Ja, der läuft jetzt auch mit der Kulinari-Dingsbums-Scheiße da. Ja, dauert zu lange. Da drüben, ja. Stimmt, unser so. Müll-Essensgeneration. Also nee, das da ist egal, wenn die das da immer so auch herstellen, daran hätte es ja nie gescheitert. Aber ich kann jetzt auch mein Schwert, die das da drauf machen. Was kein Modifier? Doch, damit kriegst du. Nee, das da schon. Stimmt. Wir haben quasi ja, oh, in der anderen Welt hatten wir somit ein Beheading-Schwert mit 100%. Beheading gemacht, ja. Das war dann Premium-Werkzeug. Ja. Ja. Gut, dann wird das halt heute nichts in der Folge. Wird das halt heute nichts in der Folge? Soll dem Menschen. What the fuck ist denn das? Hä? Ja, das ist halt Soul Frog Mansion. Wenn du wirklich mal Soul eingibst, wir können ja jetzt noch kurz mal Bild nachschauen. Wir haben quasi jetzt diesen einen Mod, wo das Zeug drin ist. Das Sangui Mansi. Ja. Und da hatten wir jetzt Soul Transferer. Warte mal, Soul. Das kommt auf jeden Fall, der ganze Zeugsinn kommt mit From Blood Magic. Soul Transporter? Was ist Soul Transfer? Was solltest du da? Es gibt ja den Soul Transfer. Ja, was macht der? Ja, keine Ahnung. Toggle, Soul, Knoten, Tempel. Irgendwie gibt es ein Portal. Unser Transferer klingt mir am besten für ein Portal. Ja, da gibt es aber diesen Soul Transporter auch. Stimmt auch wieder. Müssen wir auch mal nachschauen. Ich glaube, wir informieren uns lieber mal. Soul Sanguimensi. Soul Glass. Toggle Soul Kno. Auf jeden Fall ist das Ganze kompliziert. Aber wobei. Jetzt, wenn du mir das erwähnst, den Mod war ich dran. Das war das, was mir noch gefehlt hat. Ich glaube, den habe ich sogar schon fertig gecraftet. Ja, also wir müssen einfach mal kurz beim richtigen Plot reinschauen, was das dazu sagt. Diamanten? Nein. An dem Mod war ich dran. Das ist ja, was noch gefehlt hat. Da habe ich mich ein bisschen schlau gemacht, aber ganz genau weiß ich auch nicht mehr. Habe ich den schon gebaut? Mal. So, nee. Genau, da war, der Dämon-Schar, das war das Problem. Stimmt. Da muss ich ja den Dämon erst beschwören. Dämon erst beschweren, das klingt gerade ganz interessant. Ja, da weiß ich aber nicht, wie das Portal geht. Mal schauen. Also müssen wir mal kurz nach der Folge mal uns schlau machen. Ja, nach der Folge ist sowieso Pause, oder? Nee. Na, wir haben jetzt zwei. Okay, ja. Und du kannst dich ja mal schlau machen. Ja, mal gucken, ja. Dark ist auch nicht so interessant. Brauchen einen Folgenknaller. Die Berger. Und dann haben wir noch Power Grid. Was war da noch offen? Dieser kulinarische Scheißding, von dem wir nicht Claim Rewarden können. Sonst haben wir da auch nichts mehr. Es ging aber auf einmal dann irgendwann mal wieder. Unlock. Ah, nee, da fehlt noch. Nein. Da fehlt noch. Quest in total Unlock. Ja, da fehlt noch einige. Power Grid. Warum? Es ist ja. 21 Quests in total. 21 Unlocked Quest. Achso, das waren jetzt die ganzen, Entschuldigung. Du kannst nicht lesen. Nein, ich war nicht auf Powerdings drauf. Da hat er irgendwie allgemein angezeigt. Willst du Komplott? Formcraft.
Und B, Applied, das ist Applied, ja. Ich glaube, wir scheitern jetzt an, ja, was? Formkraft? Ja, Formkraft und Blood Magic und Agaric, ne, Agrikraft, wo man die ganzen scheiß Deluxe-Cheeseburger herstellen müssen. Wie Agrikraft? Aber, ja, um die Burger ja, und Tomaten und die ganze Scheiße herzustellen. Oder, wenn du eine Motto hast. Meinst du jetzt? Nein, wo wir Burger und so herstellen müssen. Ja, das ist ja vor der Hording, das ist ja sowieso das Zeugsen. Ja, aber wir haben auch die Tomaten und sowas noch, wo wir noch stehen. Warum krieg ich hier eigentlich irgendeinen Giftschaden oder sowas? Was ist hier los? What the fuck, hallo? Was ist das jetzt? Achso, oder das Lunchboiler wahrscheinlich. Ja, ja das ist natürlich schon. Dachte mir schon, was los, Junge? Ja, auf jeden Fall, so sieht das halt aus. Und ja, wir werden uns schlau machen und sehen uns dann gepackt mit neuen Wissen, neuen Informationen in der nächsten Folge wieder. Ja, warten, ich habe noch einen Quest zum fertig machen, und zwar in der Hoarding. Den können wir noch schnell fertig machen. Wenn du sagst, V-Matte, habe ich auch gleich zwei, die ich vom Kraft fertig habe. Manuel Detect und Claim Reward. Ah, und ich habe bekommen Botania. Equipped in the Amulet. Pay to Pubble Menu. Macht der? Weiß kein Mensch. Sag kein Mensch. Eine Maske. Genauso wie du. Hammer Faunkraft ist halt noch riesig viel zu tun. Nur da setzen wir uns da ran und dann. Da, jetzt. Gut. Läuft das alles. Look at me. Look at me. Und ja, schaut vorbei und ja. Tschüss. Tschüss.